Herzlich willkommen zurück. Haben ja letztens Nuna unter diesem Ast geparkt. Dann wollen wir mal weiter. Der Ast war sehr praktisch. Sind wir direkt abgestürzt. Jetzt wollen wir mit der Böe mal mitspringen. Oh, und das war zu weit. Macht der Junge gleich einen Facepalm hier. Müssen wir jetzt nach da oben? Halt dich fest, Nuna. Genau, Ast einmal rauf und dann sollten wir rechts rüberkommen. Wenn wir nicht wieder zu weit springen. Kommen wir da so rüber oder? Ah, okay. Ich dachte, wir sollen darüber. Aber anscheinend sollen wir eher nach unten. Hauen wir den eingefrorenen Ast da einfach mal weg. Sollen auf jeden Fall weiter nach unten, so wie es aussieht. Sollte reichen, den Ast darunter zu, ach, raufzuholen. Oh, oh, das war knapp. Da ist noch ein Vögelchen. Ah, ja. Frag mich, wo es dort unten hingeht. Haben wir noch einen Checkpoint gehabt? Jetzt sind wir sicher. Haben einen Checkpoint. Kommt man jetzt nochmal zur Eule. Überhaupt haben wir jetzt vermasselt. Kann dann da drunter klettern, die Nuna. Komm. Hat doch eh gerade gespeichert. Können wir auch eigentlich einmal ein Opfer geben. Aber er versucht es nochmal da irgendwie rumzukommen. Ja, das war gewollt, Füchschen. Jetzt schaffen wir den Sprung aber links rüber. Wo ist denn die Eule? Oben? Reicht das noch oder? Ah, wir kommen noch darauf. Okay. Wäre jetzt ein Unding gewesen, wenn wir noch einmal komplett rumgemusst hätten. Wiedergeburt und Namensgebung. We have our Dimi. The body which returns to Nuna, the earth, and we have Atik,
who is our name that has been passed down to us over the generations. The spirit of our Atik lives on so long as man remembers that name. It would be hard to describe what happens after death. The feeling is that when our Anirinik returns to Sila, then that may be reborn if the name is passed on to a new child who can then retain some of the memories of the original name. And so it's not uncommon for grown-ups or adults to meet a child who has the same name maybe as their grandmother and say, "Hi, Akka," which means grandma, "Hi, Appa," or "Hi, little mom," or "Hi, little dad," because it's the traditional belief that the soul, you know, is continuing on. Humans are renewed and replenished over time. Just like our plants, every year flowers are born and bloom and they die. Next year, they are born again. Machen wir mal weiter. Nicht zu weit, Nuna. Müssen wir aber mit der Böe rechts rüber und nicht wieder in den Abgrund hinunter. Aber ich sehe dort noch hier so eine Sphäre. Können wir mal eben kaputt schießen. Wenn wir treffen. Oh. Ja, der dritte Versuch hat es auf jeden Fall gerissen. Jetzt nein. War nicht so klug. Ich glaube, derjenige war an dem Tag ein bisschen verplant. So, jetzt bleiben wir mal hier und warten auf den Wind. Und hopp. Jede Reise, ob kurz oder weit, war gefährlich alles. Was man sehen konnte, war eine Masse wirbelnden weißen Schnees. Erstmal auf den Arsch gesetzt. Das geht da runter. Oh, da geht's auch noch lang. Dafür müssen wir erstmal runter. Und nochmal auf den Arsch gesetzt. Zum Glück sind wir dick gepolstert. Holen wir die Sphäre mal raus. Und treffen sie vielleicht diesmal beim ersten Mal, nicht erst beim dritten Mal. Jawohl. Zwar knapp, aber es hat gereicht. Dreht man dann nochmal eine extra Runde, bevor es weitergeht. Wo geht's denn da jetzt lang? Da ist doch nichts. Wind ist auch nicht in Sicht, also
Es wäre vielleicht irgendwie ein Vogel oder sowas sein, der uns behilflich sein könnte. Sei denn, oben gibt es noch irgendwas, aber ich habe da eben nichts gesehen. Hauen wir erstmal ein paar Bolas planlos gegen die Mauer. Sie hat ja unendlich davon bei. Auf einer Seite wäre es natürlich auch schön, wenn die auch nur begrenzt wären. Aber ich glaube, dann hätte ich die meisten schon verbraten. Ein Stückchen höher vielleicht. Gar nicht so leicht, die zu werfen. Jetzt haben wir es aber getroffen. Das war ein Skillshot. Oh nein, der Baum bewegt sich. Er kann laufen. Ein bisschen wackelig. Hoffentlich saufen wir dann nicht gleich ab. Aber schnell darüber. Zwar rüber gebackt, aber ging natürlich auch. Was macht nun dann da? Tanzt da schön am Abgrund entlang. Baumpfötchen. Komm einmal wieder rauf. Falls das möglich ist. Jawohl. Und was führt ihn auch mal runter? Da haben wir nochmal Glück gehabt. Der ist erst abgebrochen. Ist ja mal richtig Action mit dem Baum hier. Oh. Ich glaube, da hätten wir den Ast vorher mal rechts rüberziehen sollen. Aber die Action vom Baum, die wollten wir einfach nochmal sehen, deswegen sind wir nochmal runtergesprungen. Okay, mit dem Wind geht's natürlich auch. Natürlich auch lustig, wenn man da mal in dem Schnee einfach ausrutschen würde zwischendurch, aber ich glaube, das wäre auf Langzeit ein bisschen nervig, wenn man da alle 2 Meter wegrutschen würde. Sag mal, kriegen wir den Arm da jetzt nicht runter, oder wie? Erstmal auf den Arsch gesetzt. Der Arm muss runtergehen. Ist ja auch kein Wind da, von daher müssen wir ja rüber. Okay, Wind ist doch da. Man muss ja nach oben.
Füchschen, Händchen nach oben. Und glücklicherweise bleibt es oben und geht nicht mal wieder von alleine runter. Hoffentlich schaffen wir den Sprung und fliegen nicht zu weit. Oh, oh. Oh. Wow. Den Sprung haben wir geschafft, nur der Ast ist abgebrochen, leider. Und wo dürfen wir nochmal starten? Okay, das geht noch. Alle, hopp. Vielleicht landen wir diesmal auf der Hand. Die bricht hoffentlich nicht ab. Nee, wir sind wieder rüber, aber wir waren schnell genug. Und sind wieder auf dem Baum gelandet. Wenn es nicht sogar derselbe Baum ist. Kann natürlich auch ein anderer sein, man weiß es nicht. Ich habe mir jetzt die Statur von der anderen nicht gemerkt. Aber ich vermute, wir müssen da oben drauf und ich vercheck's wieder. Ja, jetzt ist zu spät. Oder schaffen wir da noch? Okay, wir ertrinken. Nein. Auf ein neues. Baum, beweg dich. Jetzt aber nur noch springen. Das ist schon mal safe. Oder auch nicht. Warum ziehe ich den einen Ast da nicht rüber? Ich weiß doch, dass Nuna nicht so weit springen kann ohne Wind. Aber da alle guten Dinge drei sind, muss es ja jetzt funktionieren. Nein, was mache ich denn da? Ich glaube, da war ich nicht so ganz bei mir an dem Tag. Diesmal ziehe ich aber den Ast früher runter. So, danach dran denken, dass ich den wieder nach oben schiebe. Oder nach rechts, wie auch immer. Händchen wieder runter, das andere rauf. Oh, wow. Autsch. Ich glaube, den Ast hätten wir ein Stückchen noch nach rechts schieben müssen.
voll gegen den Eisberg geprallt. Ach ne, unten ist sogar ein Ast. Kann man ihn raufziehen oder so? Der war eben doch nicht da, oder? Nee, dann wären wir da definitiv nicht abgesoffen eben. Oh, Ast runter. Klimmen wir da noch eben rauf. Oha, der war nicht so doll. Ist der Ast auch noch mit nach oben? Na gut, dann machen wir hier eine kurze Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao!